schwöre es dir, das, dein ganzes Haus nicht, aber so 40% ist einfach weg, Digga. Oh, ich setze mich hier! Ich bin raus! Schaut mal hier. Es ist so voll da unten drin, egal wo der spawnt. Wenn der in diesem, wenn der hoffentlich in diesem Chunk, in diesem Ding spawnt, dann wird der nicht die Möglichkeit haben, die Wände abzubauen. Versteht ihr, was ich meine? Nö. Der kann die Wände nicht abbauen. Er kann die Wände nicht abbauen, weil die Iron Golems alles blocken. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die Iron Golems blocken einmal komplett ab, dass er bauen kann. Sein Bett ist halt die Frage, ob er daran gepennt hat. Was hat er gesagt? Ja, solltest du auf die Idee kommen, zu denken, ja, auf die Katze, habe ich noch eine zweite Sache für dich vorbereitet. Mit Rotpilz gestern. Ach, Junge. So haben wir ein komplettes Redstone-System unter deinem Haus gebaut. Digga, ich hab bei mir in der Basis einfach einen Knopf, wenn ich den drücke, Digga. Jetzt habe ich mir, eigentlich wollte ich mir das für die letzte, so mitunter letzte Folge aufbewahren. Ich schwöre es dir, das, dein ganzes Haus nicht. Und dafür habe ich nicht genug TNT da unten platziert. Aber so 40% ist einfach weg, Digga. Das ist wirklich meine letzte Notlösung, Digga. Also pass auf, was du tust. Das stimmt nicht. Lüge. Das stimmt nicht, der lügt. Ey, Chat, wenn das funktioniert, das ist offiziell das Five-Head-Play des Jahrhunderts. Was ist denn jetzt dein Ablaufplan, Revi? Also, Patrick kommt gleich on, soll Roy dich in diesem Wasserloch hoffentlich ertrinken. Dann wirst du ihn wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn er seinen Stuff holen will, töten, bis der so abgefuckt von dir ist, dass der je nachdem irgendwas kaputt macht. Dann tötest du ihn noch mehr und dann versöhnt ihr euch wieder, oder wie ist der Plan? Das ist eine gute Frage, Kevin. Tut mir leid, dass ich euch komplett Game of Thrones gespoilert habe. Kevin, einfach komplette Storyline einmal hops genommen. Ich weiß es nicht, Bro, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Alter, ich kann es dir nicht sagen. Erstmal müssen wir seine Items als Geisel nehmen. Und dann schauen wir weiter. Oh, damit Sparks Teleporter. Vielen, vielen Dank. Das ist auch eine gute Idee, Revi. Was denn? Du könntest mit dem Sparks Teleporter. Dann, ob du in seinem Teleporter eine Perle platzieren darfst. Spark, darf ich in deinem Teleporter eine Perle platzieren? Ja, oder du kannst auch einfach oben eine bei dir bauen. Nee, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich flieg kurz zu dir. Dann kannst du in das Loch, einer legt ja, wir werfen einfach eine Perle rein unten. Wo denn, Spark? Einfach in der Mitte von dem Lager bei mir unten. Rein. Aber da muss einer drücken gleich, ne? Ja, ich kann dich dann immer wieder zurückholen. Du kannst einfach drei Stück reinwerfen. Ich könnte dich dreimal zurückholen. Hier rein einfach eine? Senkrecht runter. Wie tief gehen die runter? Okay, einmal rein. Ich schmeiß eine 4 rein oder so, dann hätte ich theoretisch 4 Charges, falls mal was schief geht. Ja. Dann muss man einfach nur diesen Oh nein, ich bin einfach teleportiert worden gerade. Warum? Ja, weil du gegen die Wand geworfen hast. Okay. Wie geil, wie geil, wie geil. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall da raus. Kevin? Ja? Es kann sein, dass Patrick bei dem Bett spawnt. Da müssten wir dann gucken, dass wir den klein halten. Weißt du, was ich meine? Bei welchem Bett? Bei seinem Lager? Bei seinem, ja. Das, nee, nicht bei seinem Lager. Unten ist noch ein Bett von dem. Das habe ich extra nicht abgebaut, damit er da spawnt. Den hältst du ja klein. So, der kommt ja jetzt in 5 Minuten. Denke ich mal, ne? Da können wir nämlich sofort hier runter und den direkt wegboxen. Sehr geil. Alles ist eigentlich soweit vorbereitet. Okay, Leute, der wird lang gemacht. Der wird lang gemacht wie eine Bandnudel, Alter. Ich sag's euch. Wichtig ist, dass er erstmal einmal drauf geht, dass wir seine Sachen haben. Versteht ihr, was ich meine? Was geht? Patrick, Mann! Nein, du lass schon. Ich hab so ein... Oh nein, Alter. Ganz ruhig, ganz ruhig, bitte. Baby, komm. Bevor ich auf den Server gehe. Ja. Was ist... Willst du mich spoilern? Willst du mich spoilern? Was wird passieren? Was soll passieren, Bro? Rein in die Olga, oder? Warum ist Spark und Kevin, warum sind die jetzt hier? Ach, ihr habt zusammen gestreamt. Ich hab keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Ich sag nur eine Sache, Rebi. Wenn ich jetzt auf den Server komme, es passiert was nicht in Relation steht. Ne? Ich sag dir so, ich hab nichts getan, ich hab nichts gemacht. Deine Katze lebt noch. Du hast meine Katze entführt und du bist Untermieter, Patrick. Und du kriegst 2 Abmahnungen gleich. Und dann wird zwangsgeräumt, mein Freund. Da kannst du viel. Untermieter? Wovon sprichst du? Du bist Untermieter. Du hast dich einfach bei mir eingenistet als Untermieter, ja, ohne Vertrag. Es gibt 2 Abmahnungen, die kristust gleich. Und dann wirst du zwangsgeräumt. Fristlose Kündigung, ab dafür. Also, Patrick, klären wir das jetzt, oder? Wir klären das jetzt. Dann komm. Ich bin im Laden. Oh, ich setz Rieke! Ich kann mich easy hier durchgraben mit meiner Spitzhacke. Warum komme ich hier nicht durch? Ey, Chat! Wie kann ich die kaputt machen? Weil ich kann easy mich durch den Obsidian. Oh, jetzt. Und. Ja, warte. Hä? Patrick? Ich will nicht sterben. Ich hasse dich, Rieke! Ich hasse dich! Oh nein, die Blasen resetten sich nicht! Wer kommt auf so eine. Rebi, ich will nicht sterben, wenn ich sterben sollte. Spark, rette mich! Ich war so ein guter Teilnehmer dieses Season. Komm schon, ich seh deinen Namen. Wie soll ich dich retten? Ich weiß gar nicht mal, wo du bist. Genau zu sagen. Ich bin unter Revis Haus. Keller. So, Patrick. Ich werde alles von dir sprengen. Was? Was wirst du? All dein Haus.
Alter, darf ich sprengen? Nein, wirst du nicht. Ich geh jetzt TNT kaufen. Mega. Patrick, deine Items sind jetzt mir. Nein, sind die nicht. Ich doch, sind die. Versuch es, Patrick, versuch es. Aber du wirst es nicht schaffen. Ich hab alles, Kevin. Und das kommt jetzt alles in die Enderkiste erstmal. Er will deinen Wald anzünden. Er will den Wald abbrennen. Oh mein Gott, no way. Ich habe 3,5 Tage in diesem Wald gearbeitet. Ich habe halt keine Ahnung, wo der ist. Ich habe halt keine Ahnung, wo der ist. Ich würde nämlich dann jetzt auch den Bau meines Brunnens in Angriff nehmen wollen. Er hatte Flint und Steel dabei, Digga, wenn er den Wald erzündet, wäre so ehrenlos. Wäre so ehrenlos, Alter. Dann bin ich, also Digga. Gib mir meine Rüstung, knie dich nieder und entschuldige dich. Nein, so schon mal gar nicht. Doch, knie dich nieder, entschuldige dich für das, was du getan hast. Nein, warum? Okay. Du hast einfach bei mir ein Haus gebaut, holy shit. Digga, ja okay, hab ich. Ja, hast du dich dafür entschuldigt? Warum soll ich mich dafür entschuldigen? Petra, das Ding ist, du kannst jetzt gerade nichts machen. Sollte mein Wald aber angezündet werden, ne? Dann ist es vorbei. Angezündet? Ist Revi gemutet? Petra. Nein, der kämpft mich gerade. Petra. Guck. Was? Nein, ich will nicht mit dir reden, du killst mich die ganze Zeit. Das ja, okay, ich baue dein Bett jetzt ab. Lass die Sachen da in Ruhe, okay. Okay, das sind meine Sachen. Chill mal. Okay, ich mache nichts. Chill. Ich mache nichts! So, jetzt spawnst du erstmal am Spawn. Petra, wir machen einen Deal. Nee. Ein Handel. Pass auf, ich gebe dir eine Möglichkeit, okay? Okay. Du hast die Möglichkeit, das hier unten zu einer richtig schönen Dreizimmerwohnung, ja? Mit Tapete, Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer. Alles picobello auszubauen. Richtig schön, okay? Dreizimmerwohnung mit Balkon und Fenstern hier, okay? So baust du das aus, okay? Wenn mir das bis Sonntag gefällt, okay? Dann schließen wir einen Mietvertrag für eine Woche, okay? So krieg ich ein bisschen mehr Wert. Du kriegst deine Sachen. Das ist Vertrauensvorschluss. Verstehst du? Du kannst jetzt hier unten bauen, aber du gehst nicht höher als diese Ebene. Der obene Raum ist neutrale Zone. Verstehst du? Also, um es nur mal klar zu halten, also festzuhalten. Ich baue jetzt hier eine Wohnung. Und wenn die Sonntag, wenn der Chat Sonntag sagt, auch dein Chat, müsst aber ehrlich sein, ist nicht dieses auch trotz Patrick haten. Wir bewerten das dann im Stream. Mhm. Mit beiden, also mit meinem Stream, mit deinem Stream. Spark kommt auch mit. Von mir aus kommt auch Spark mit. Und sollte wirklich so 80% sagen, ja Mann, geil geworden, dann darf ich sogar umsonst hier wohnen. Wohnen. Tut mir leid, Miete ist wichtig. Wir machen dann pro Tag 2 Diamanten. 3. 3 Diamanten pro Tag? Mhm. Ist okay. Bedingungen, Patrick. Ich werde nicht getötet. Es wird nichts von mir gegrieft, gesprengt, angezündet. Meine Tiere werden in Ruhe gelassen und meine Katze kommt zurück. Okay, warte. Erstmal Handcheck. Du kannst mich nicht schauen, egal. Komm mit, ich gebe dir deine Sachen wieder. Sonntag wird ausgewotet, okay, Patrick? Ja, abends, 18 Uhr. Können wir machen, ja. Bleib mal da stehen. Ich hatte 2 wertvolle Werkzeuge. Ah, ich weiß schon, was ich hatte. Den Bogen brauchst du gerade nicht. Den Bogen? Ja. Ich keine Pfeile. Gut. Schade, Patrick. Nein, nein. Ist gut, alles gut, alles gut. Nee, ich kann dich jederzeit umbringen. Ja, versuch, komm. Versuch. Versuch. Mach. Egal, als ob du diese Totem gefarmt hast. Ja. Es tut mir leid, ich gehe nein, auf den Bau. Nein, nein, ich nein, nein, tot, nein, 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 das war, ey, Chat, ich nehme alles zurück, es tut mir leid. Nein, es tut dir nicht leid, nein, nein. Doch. Hör auf, ich will mich doch gar nicht. Ist mir egal. Hey, komm, das war eine coole Idee, komm. Ich wollte einfach nur mal, du hast mich heute 5-mal gekillt. Komm. Hey, warum müssen wir mich jetzt umbringen? Baby, komm, hör auf. Patrick, ich kann nicht sterben. Ich habe 90 Tote im Inventar. Ich kann nicht sterben. Du verstehst es nicht. Früher oder später wirst du draufgehen. Dann lass es doch. Nein. Hä? Baby, hör auf, bitte lass es, lass es. Okay. Digga, das ist halt das Ding. Ich hab dich gerade am Baum nur kurz gehauen. Ich wusste, dass du 10.000 Fotos von G-Time bekommen hast. Wusstest du nicht, dass es von G-Time sind. Hast du gerade gemerkt, wie ich dich gef***t habe? Weißt du warum? Weil du dumm bist. Du wusstest es nicht. Du dachtest, ich würde sterben und du könntest meine Sachen abziehen, Patrick. Du bist ein dreckiger Verräter. Du bist ein dreckiger Verräter ohne Ehre. Ich habe dir Frieden angeboten, Patrick. Du bist ein dreckiger kleiner Go, bist du, Patrick. Ich hab ein Angebot. Nein, es gibt keine Angebote mehr. Das Angebot für mich lautet jetzt, deine Items sind meine. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass du nicht mehr mein Gebiet betreten darfst, Bro. Du bist ein Gott. Verdammter Lügner.